Da wären wir. Du und Jo, ihr kennt euch schon länger. Und es scheint da eine Sache zwischen euch zu geben, die noch nicht ganz gegessen ist, oder? Levi scheint derweil sein eigenes Süppchen zu kochen und irgendwas auszuhacken. Ich hasse diese Geheimniskrämerei. Warum muss man Dinge so kompliziert machen? Wenn man was zu sagen hat, sollte man es einfach sagen und dann handeln. Ich halte mich nicht gern mit den Details auf. Sowas liegt mir nicht. Wenn ich kämpfen will, dann kämpfe ich. So einfach ist das. Aber vorher halte ich erstmal noch eine 2 Stunden Rede und nerve meinen Gegenspieler, bis er keinen Bock mehr hat und unvorsichtig wird. Dann besiege ich ihn. In diesem Sinne, ich bin Matt von den Top 4 und hier im Savannenareal haben meine Feuer-Pokémon das Sagen. Ich will gewinnen, also stell dich darauf ein, abserviert zu werden. Die ganzen Küchenwitze, Alter! Ich dachte, jetzt haut er so volle Kanne gegen so einen Schmetterball mit seinem Pokéball. Das arme Pokémon. Vor allem, es gab nicht eins von den Feuer-Pokémon in Savannenareal zu fangen. Dann wollen wir den Herd, nein, den Gegner mal ordentlich einheizen. Ich kann sogar mit Donnerblitz hier was auswirken. Ah, jetzt stärkt er erstmal Feuerattacken. Greift Daver mit Donnerblitz an. Oh, verdammt. Ich mach selber keinen Schaden. Ich glaube, das wird echt ein bisschen. Eigentlich müsste ich das andere wegkriegen, aber. Gute ist. Warum? Warum hat mein Gyarados eigentlich überhaupt nicht angegriffen? Das habe ich nicht verstanden. Super, die gehen alle drauf hier. Bin es nicht mehr gewöhnt in diesem Spiel, ernstzunehmende Gegner. Es hat. Alter, der hat Schwebe, ne? Aber warum standen da, das ist effektiv, Alter? Ja, geh hier voll drauf. Der hat immer noch. Vor allem, der hat 6 Pokémon. Jetzt heilt er sich auch noch. Oh nein. Ich. Es hat gar keine Wirkung wegen Schwebe, ne? Ich gehe so drauf. Ich habe nicht gedacht, dass er auch 6 Pokémon vor allem hat. Das ist so diese normalen Trainer, die hier rumlaufen, haben so ein Pokémon. Keine Ahnung. Und diese Bosse sind, die Bossgegner sind auf einmal so stark. Vor allem, das ist halt eigentlich so mein Gegenarena. Ja. Vergessen. Ich habe halt keine guten Wasser-Pokémon dabei, das ist das Problem. Und das. Oder keine Pokémon, die überhaupt Wasser attacken können. Das wäre ja noch viel einfacher. Da hätten wir vielleicht nochmal.
Vielleicht muss ich doch erstmal die anderen. Ja, genau. Hauptsache, ihr kriegst meinen Libeldra so nicht platt, aber jetzt wird es erstmal verbrannt. Ich müsste mich eigentlich auf das eine konzentrieren und das platt machen. Das ist das Rothorn Mikrowelle oder was das ist. Hätte ich eher platt machen sollen. Boah, ich habe gerade keinen Bock mehr, deswegen mache ich gerade so dumme Sachen. Weil ich eigentlich erstmal mein Team nochmal richtig wechseln will. Ich wusste nicht, dass die so heftig sind hier. Weil die in der normalen, im normalen Gebiet weiß ich noch, da habe ich die Top 4 mit einem Pokémon durchgespielt. Das ist so. Problem ist, ich muss halt eigentlich. Weil ich darf halt echt meine Top-Belieber auch nicht alle verballern. Natürlich wieder typisch. Jetzt hätte ich doch lieber Flammenwurf gemacht, dann wäre es tot gewesen. War das ich eben seine Beere schon gegessen? Ich hätte mal vorher speichern sollen. Der kann die immer wieder ernten. Was mich halt wundert, warum hat er überhaupt einen Kokowai? Weil das Kokowai. Klatscher! Dunkelnebel. Da ist Barsch war auch weg. Problem ist, das ist halt das. Das ist halt so. Er ist zwar an sich vom Typ Feuer, kämpft aber halt mit Sachen, die halt wirklich gut gegen Wasser sind. Das heißt, wenn du dann halt wirklich mit einem vollen Wasserteam da reingehst, dann kriegst du Solarstrahl ab, du kriegst Donnerblitz ab. Das ist halt so. Der countert dir halt komplett die Wasser-Pokémon. Das Rotom wäre ja normalerweise noch schwach gegen Erde. Kannst halt auch knicken, weil das Teil einfach Schwebe hat. Oder gegen Boden. Halt. Ja. Ist garantiert. Oh ne, nicht paralysiert. Okay. Wundert mich jetzt ein bisschen. Boah, aber das. Jetzt hat es auf einmal nichts ausgehalten. So, jetzt haben wir immerhin ausgeglichen. Jetzt steht es 4-4. Nee, Quatsch, ich habe sogar noch. Oder? Lugok. Du brennst ja richtig auf die Terra-Kristallisierung. Dann leg mal los, Logok. Macht er auch noch Terra-Kristall. Oh, lecker. Oh, das ist auch noch Feuer, ne? Die können halt alle Donnerblitz. Nein! 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 Wieso darf es Feuer angreifen? Aha.
Das wäre weg gewesen. Ja, es sind immer noch diese komischen Egelsamen da. Ich habe kein anderes Pokémon mehr, das ist mein Problem. Ah, es ist down. So. Es kann halt dummerweise Donnerblitz, das ist so mein Problem. Das ist halt das Dumme, dass er mir das eine killt und das andere verbrennt. Problem ist, ich habe die Befürchtung, als wenn ich jetzt Top-Genesung einsetze, überlebst das nicht. Deswegen hole ich mir lieber das wieder, wo ich weiß, dass es eventuell die Attacken überleben könnte, weil der kann Feuerattacken und Elektro, und das dürfte beides nicht so ganz effektiv. Ich kann ja nicht die ganze Zeit nur Doppelleber rausballern, sonst habe ich bald keine mehr. So, wir machen jetzt mal einen Safe Move. Also es geht wahrscheinlich gleich eins drauf. Aber wir holen uns mal ein bisschen Verstärkung. Ich glaube, Kampf von Cheetah wurde jetzt hier in dem Gebiet schon öfter besiegt als im ganzen anderen Spiel. Es ist so komplett traurig. Problem ist, das bringt halt nicht viel. Warte, wir machen mal so. Top-Genesung. Ich habe Angst, wenn ich es heile, überlebt es so oder so nicht, wahrscheinlich. Deswegen, wo, aber jetzt geht es wahrscheinlich dann trotzdem drauf. Ja, das ist halt mein Problem. Jetzt ausgerechnet macht es keine Attacke, die angreift. Ja, wenn es jetzt nicht irgendeinen Heil-Move macht, geht's drauf. Aber mein Libeldra geht wahrscheinlich auch noch drauf. Jo,
Also ich habe nicht gedacht, dass die Kämpfe hier so... Aber es ist halt auch so absolut nicht mein Gegnertyp. Der hat es halt echt gut, ne? Also gut gemacht. Er hat halt an sich Feuer, hat aber auch einen Kokowai mit drin. Ich weiß nicht, was das Terra-Kristallisierung hat. Vielleicht auch noch Feuer. Oder beziehungsweise es ist halt Pflanze und die Sonnenlicht stärken ja auch Pflanzenattacken teilweise. Also gerade Solarstrahl ist dann Cooldown weg. Der muss normalerweise ja immer aufladen eine Runde lang und das hast du dann nicht mehr. Und das ist halt echt nice. Und dann noch Elektroattacken dazu. Wenn einer mit Wasser ankommt. Jo. Und wenn du dann noch so hast, irgendwas, was eigentlich auch noch schwach ist gegen Boden, was dann aber auch nicht getroffen werden kann, weil es auch noch Flug ist oder weil es Schwebe hat. Entweder man kocht scharf oder eben nicht. Aber gerade in der Liga AG ist es nicht simpel. Liegt so eine eklige Spannung in der Luft. Das frustriert mich total. Wie kriegen wir es hin? Wie kriegen wir es hin, dass es unserer AG wieder Spaß hat? Spaß macht so wie früher. Sorry, da habe ich den Herd gerade ein bisschen zu weit runtergedreht. Jedenfalls bist du mega stark. Das Feuer im Herzen erhitzt jede Pfanne. Komm, ich brate dir schnell was Leckeres. Matt von den Top 4 besiegt. Cool, cool, cool. Mit deiner Leistung hast du dir eine meiner Lieblingskochzutaten verdient. TM207, Frustflamme. Wenn es ums Erhitzen anderer Dinge als Töpfe und Pfannen geht, stehe ich auf dem Schlauch. Deshalb musst du der Blaubeerliga für mich einheizen, Hiro. Okidoki. Er rennt viel zu schnell für seinen Magbrand. Das kommt überhaupt nicht hinterher. Das Arme. Jo, zukünftiger Champ. Warum wartest du nicht in deinem Gebiet? Du hast also gegen das erste Mitglied der Top 4 gewonnen. Ein guter Anfang. Matt ist nicht gerade schwach, nur etwas einfach gestrickt. Aber das mag ich an ihm. Nach der G saßen wir früher immer zusammen und haben seine Kochkreationen verputzt. Das waren noch Zeiten. Die sind alle so jung, so früher. Das klingt so alt, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so. Selbst ihm scheint die momentane Situation zu schaffen zu machen. Ich habe das Gefühl, du wirst unsere Liga AG ordentlich aufmischen. Also dann, von den Top 4 musst du noch 3 besiegen, dann mal 4 Erfolg. Gehört er nicht auch dazu? Ja, ne? Aber die kommen jetzt nicht alle hier angelaufen, oder? Nein, aber wir kriegen garantiert gleich einen Telefonanruf. Ich kenne das Spiel. Jetzt gehen wir hier raus und dann klingelt das Telefon. Und dann ruft uns Hannah an, weil sie mitbekommen hat, dass wir gewonnen haben. Nein? Okay, nein. Okay. Aber wir haben gar keine BP bekommen, ne? Ich dachte, es kostet BP. Hm. Grins. So. Ist gar nicht. Mal abgesehen davon, dass ich mich vielleicht heilen sollte. Du wirst halt, keine Ahnung, in manchen Situationen wirst du einfach 5000 Mal geheilt, obwohl es gar nicht nötig ist und so nach so einem Kampf. Aber komischerweise nicht. Das ist auch so ein bisschen. So, Pokémon fit machen. So, und jetzt müsste ich eigentlich, aber das kann ich hier halt auch nicht machen, eine TM herstellen. Oh, hier soll es Electics geben. Electic haben wir aber, glaube ich, schon, ne? Das gab's. Glaube ich schon.
Mach einfach das, wo ich ein paar von den Punkten habe, was nicht so viel kostet. So, dann. Fünf von zehn haben wir schon mal. Ich weiß gar nicht, wie war das nochmal? Wie schicke ich denn nochmal Pokémon los? Oh, hier können wir das Outfit. Ach, gibt es ja auch Blaubeer Winter. Blaubeer Trainingsanzug. Blaubeer Winteruniform. Gibt es auch die Herbstuniform. Frühlings. Okay. Vor allem diese Hose über dieser Hose. Was zur Hölle ist das? Ist das nicht ein Modeverbrechen? Warum hat er so zwei... Keine Ahnung, die Hose darunter ist länger als die Hose. Und ich frage einfach nicht. Das ist so die normale Winter, ne? Jetzt können wir... Boah, das geht mir hier ein bisschen zu. Trainingsanzug. So. Ja, wir müssen ja ein bisschen trainieren, deswegen haben wir jetzt den Trainingsanzug an. Wie schicke ich denn noch mal ein Pokémon los? Ich habe echt keine Ahnung. Da. Ich weiß ja nicht, ob ich die Rabauts fangen muss für die Entwicklung, aber da gibt es bestimmt auch einige. Munzito. Warum auch immer sind wir jetzt hier im Schneegebiet gelandet? Da wollte ich noch gar nicht hin. Ich würde sagen. Ja, das Quapo brauchen wir ja nicht unbedingt da drin. Ne? Jetzt mehr, jetzt können wir mal gucken. Wieso bin ich denn jetzt hier oben? Das Spiel ist manchmal ein bisschen weird. So, ja. Ja, Baschmann muss sich halt immer noch entwickeln. Das will es irgendwie nicht. Eigentlich dachte ich, das entwickelt sich immer nur, also per Freundschaft. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dir ein bestimmtes Item geben muss. War früher zumindest einfach nur so. Das Libeldra würde ich halt gerne mitnehmen, weil wir halt früher oder später auch gegen den einen Drachentypen kämpfen müssen. Wobei. Da ist noch ein Ei. War das nicht. Hä? War der Meinung. Ist das hier Apfel? Hä? Wo ist denn jetzt?
Ah, ein zu hoch. Die Reiter wollte ich suchen. Was ist das für ein komisches... Ach so, das funktioniert das Suchsystem. Nehmen wir die Reiter mit. Oh nein, ein Sesokids. So, jetzt würde ich gerne... Jetzt sind wir hier im Erdgebiet, ne? Ja, okay, wir können auch das Erdgebiet erkunden. Die Karte verwirrt mich gerade so ein bisschen. Diese Teile verstehe ich halt auch nicht. Was ist das? Hier eine Treppe zum Hochjumpen? Ich glaube, ne? Da geht der Weg weiter. Zuko-Keks. Weiß gar nicht, Gestein, Boden, Kampf, was war der hier in dem Gebiet? Irgendwas davon, glaube ich, ne? Irgendwas in die Richtung. So. Der Maulwurf. Das sieht halt auch lustig aus für mich. Roter Murph. Oh, Magnetilo. Wir haben jetzt ja den einen Pin bekommen, ne? Wo wir jetzt leichter die Pokémon fangen können im Spezialfang. Spezialpin hieß er, glaube ich, einfach nur, ne? What? Elekid gab's noch nicht? Na, Magma auch nicht, ne? Ich kann noch ganz genau sagen, wo es die bei Legend of Arceus gab. In einem Berg da. Deswegen habe ich das, sah so ähnlich aus. Deswegen habe ich das immer noch so im Kopf. Ist das da rechts im Bild?